Ich bin Martin. Willkommen auf meinem Maker-Channel und zu einem weiteren 3-Minuten-Dienstag. Ah, Donnerstag. 3-Minuten-Donnerstag. Der letzte schon ein paar Wochen her, aber heute hat es sich gerade angeboten. Aufgrund des gestrigen Videos des Spiegelausrichtens musste ich meinen eBay K40 Lasercutter, den 40 Watt, den kleinen Lasercutter, nochmal neu installieren und einrichten. Und das habe ich gleich abgefilmt für euch. Und daraus mache ich jetzt ein Video, das erkläre ich euch in 3 Minuten. Und los geht's! Die Einrichtung. Und jetzt müsst ihr auf File und Device Initialize und Device Initialize klicken. Ja, ich weiß, das Englisch ist das Beste. Dann kommt dieses Fenster hier, das sind die Engraving Machine Properties. Und hier wählt ihr euer Mainboard aus, in meinem Fall ist es M2. Ihr könnt nachgucken, indem ihr einfach den Deckel hochhebt und da reinguckt. Bitte die Maschine davor ausmachen, denn da drin ist auch das Hochspannungsnetzteil. Und wenn ihr da an den falschen Kontakt kommt, macht es einmal Bumm und ihr seid tot. Und dann ist wichtig, dass ihr hier die Page Size in X und die Page Size in Y, die Länge und Höhe der Maschine, in der ihr auf dem Arbeitsfeld verfahren könnt, angebt. Ich habe das für meinen ausgemessen, das müsste für euren auch stimmen. Das sind 310 in X und in Y 225. Geht dann aufs Laserout Layout. Da gebt ihr vor dem Lasern ein, wie groß euer Layout werden soll. Ich möchte einfach jetzt mal ein Layout lasern, was 5x5 cm hoch und breit ist. Und brauche keinen Margin, ich brauche keinen Rand. So, ich zeichne jetzt hier mal ganz einfach einen Stern. Und was jetzt wichtig ist, nachdem ich die Maschine einmal resettet habe, kann ich hier auf Engraving klicken, das ist ganz oben links, oder ich drücke die Leertaste. Und wie ihr seht, kann ich das Layout, was ich jetzt definiert habe, mit 5x5 cm überall auf der Arbeitsfläche, die ich vorher mit 210x225 mm definiert habe, bewegen, ohne dass ich die Maschine rechts, links, unten oder oben an den Rand crashe. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte ein paar Leuten helfen und zwar auch den ganz vielen, die sich diesen Laser sehr unbewusst kaufen und dann mit dieser Anleitung nicht klarkommen. Ein Tipp von mir, seid immer vorsichtig mit diesen Geräten. Die haben kein CE-Zeichen, kein TÜV. Ihr kauft sie für einen Bruchteil dessen, was normale Laser in Deutschland kosten und ihr müsst da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Euer Leben sollte euch wichtiger sein und da müsst ihr wirklich sehr aufpassen bei den Geräten. Haut rein! Du!